Eine wie ich finde, wirklich wunderbare Schauspielerin, auf die ich mich besonders gefreut habe, weil wir haben ja, wenn wir eine Sendung vorbereiten, Redakteure, die rausfahren und Vorgespräche führen mit denjenigen, die hier eingeladen werden. Und als der Kollege zurückkam, der mit Ihnen gesprochen hat und wir gefragt haben, wie ist denn die so, was hatten die gesagt, war der erste Satz, ich rede nicht gerne. Das finde ich eine großartige Voraussetzung jetzt. Talkshow, wir beide reden und Sie reden nicht gerne. Herzlich willkommen, Carla Juri. Gibt es etwas, worüber Sie gerne freiwillig reden, oder soll ich Sie quälen mit Fragen? Ich glaube, ich muss da durch. Und worüber würden Sie am liebsten reden, wenn Sie schon reden müssen? Ich hätte jetzt ganz viele Fragen an diesen Herrn, den vorher gesprochen habe, aber das darf ich jetzt nicht. Schießen Sie einfach los. Ich würde wahnsinnig gerne anfangen mit dem Bergdorf Ambri, aus dem Sie kommen, in der Schweiz. Ein Dorf, in dem es angeblich 4 Monate im Jahr am Stück keine Sonne geben soll. Fast wie in Hamburg. Ja. Und indem es für junge Menschen nur 2 Möglichkeiten gibt, irgendwas zu unternehmen, angeblich. Eishockey spielen oder Kunstturnen. Wie haben Sie angefangen? Ich habe mit Kunstturnen angefangen. Und dann? Und dann später kam das Eishockey dazu. Und cool. Den Kontrast gefiel mir sehr gut. Und wie kommt man von da dann auf die Idee, ich werde Schauspielerin? Wie kommt dieser Floh ins Ohr? Oh, ich glaube, das hat mit den Bergen zu tun. Mit den Bergen? Vielleicht. Also mit den Gedanken, die da... Mit der Mystik. Mit der Mystik der Berge. Mhm. Okay. Sie haben dann, sind sogar nach Los Angeles gegangen, haben dann eine Ausbildung gemacht, haben dann Filme gedreht, die hier nicht so bekannt geworden sind, aber einer ist ganz bekannt geworden. Nämlich, Sie haben die Hauptrolle gespielt in einer Verfilmung eines Buches einer Frau, die man mit mir hier moderiert hat, nämlich Charlotte Roach, Feuchtgebiete. Und dies ist jetzt, deswegen sind Sie auch hier, der zweite bedeutende Film in Deutschland, eine Produktion, an der Radio Bremen auch beteiligt sind, wollen wir hier nicht verschweigen. Und zwar spielen Sie eine Malerin, die hier im Norden Deutschlands wahnsinnig bekannt ist. Paula Modersohn-Becker, und ganz besonders in Bremen, weil in Bremen gibt es auch ein extra Museum für Sie. Und diese Frau, glaube ich, hat es Ihnen sehr angetan. Warum? Tja, was mir an ihr gefallen hat, glaube ich, ist, dass sie sich gefragt hat, wie weit man gehen kann, ohne sich um das Publikum zu kümmern. Und das gefiel mir sehr gut, dass sie missfallen kann und sich frei gemacht hat von Erwartungen. Und das fand ich so. Das muss ein Künstler für mich sein. Und das hat mich irgendwie berührt. Sie war eine sehr moderne Frau für ihre Zeit. In dieser Künstlerkolonie haben die Maler, Sie sehen, ich rede um mein Leben, damit Sie nicht so viel reden müssen. Wenn es gar nicht geht, Carla, einfach eine Frage an Andreas Englisch. Das Problem ist erledigt. Okay, sie sagt ja sehr Substanzielles. Total. Ich höre noch wahnsinnig gerne zu. Also in der Künstlerkolonie haben dann die Maler, männlichen Frauen aus der Stadt, Unterricht gegeben. Ja. In der Erwartung, dass sie es sowieso nicht richtig können. So ein bisschen figurative, naturalistische Kunst. Wir schauen uns einen Ausschnitt aus dem Film an, in dem Sie die Paula Modersohn-Becker spielen. Und da ist auch der Malunterricht kurz zu sehen. Okay. Bitte schön. Für Sie ist es furchtbar, sich selbst anzuschauen, oder? Oh ja, aber ich kann nicht. Nee. Sie haben sich weggedreht. Weitgehend. Aber vielleicht kann man es kurz erzählen. Sie verlässt irgendwann mal ihren Mann. Ja.
der berühmtere, lange Zeit berühmtere Maler. Und mit Rilke, mit dem großen Lyriker, geht sie nach Paris und lernt dort die wichtigsten Künstler ihrer Zeit kennen und vor allen Dingen das pralle Leben. Und stirbt in einem Alter, das Sie jetzt gerade erreicht haben. Ja, 31, ja. Mhm. Wie haben Sie sich denn auf diese Rolle versucht vorzubereiten? Gibt es viele Zeugnisse der Paula Modersohn-Becker? Es gibt ganz viele, viele Bücher, weil die haben sehr viele Tagebücher geschrieben, alle Künstler in Worpswede, nicht nur Paula, sondern Otto, Vogler, alle. Und eine ganz große Briefkorrespondenz, wie es damals üblich war, mit dem Vater, mit der Mutter, mit den Schwestern, mit dem Mann, als sie nach Paris ging auch. Die ganze Zeit eigentlich. Und da gibt es sehr viel Material. Und das ist gar nicht so einfach, mit so viel Material irgendwie die Figur anfangen zu skizzieren, sozusagen. Und deswegen habe ich gedacht, na, ich skizziere jetzt einfach, ich male jetzt einfach, weil um das Malen kommt man nicht drum rum bei einem Maler. Und das hat mir dann am Schluss den Schlüssel zu ihr gegeben. Ich habe mich beschäftigt mit Malerei. Ich war bei vielen Malern habe ich Unterricht genommen, mit bei ihnen im Atelier. Ach komm. Ja. Wir haben zusammen gemalt, er und sie an ihrem Bild, ich an meinem, stundenlang. Und was ich für mich entdeckt habe, ist die Selbstvergessenheit, die entsteht beim Malen. Mhm. Und die ist sehr befreiend. Aber wenn Sie extra Unterricht genommen haben und sich so vorbereitet haben, warum wurden Ihre Hände gedoubelt im Film? Wir hatten einen Double, wenn die dachten, dass das Skizzieren schnell gehen muss oder irgendwie nicht sicher sind, dass ich das hinbringe. Mhm. Und ich war froh, dass sie nicht so viel Arbeit hatte, sondern dass ich das selber machen konnte. Das war mir wichtig. Mhm. Darf ich Ihnen was prophezeien? Ich glaube, für diese Rolle könnten Sie Preise bekommen. Ist das eine Aussicht, die Sie furchtbar erschreckt? Okay. Nee, das ist einfach, ich fühle mich dann immer, als wäre meine Branche ein Sport. Ja, das ist genau richtig. Damit habe ich mich noch nicht so ganz abgefunden. Ja. Okay. Dazu muss man sagen, apropos Branche, ja, als wir Ihnen erzählt haben, wer alles in die Sendung kommt, hatten Sie nur von einer einzigen Mal dem Namen nachgehört. Das ist Veronika Ferres. Mhm. Ich finde, das ist alleine schon zum Umarmen großartig. Also Sie leben weit weg in London? Ja. Und gehen wie oft noch zurück nach Amri? So oft ich kam, das ist immer sehr unterschiedlich, aber... Okay. Und darf ich Ihnen zum Schluss noch was vorspielen? Ganz kurz? Ein paar Sekunden? Ja. Hören Sie gut zu und vielleicht erkennen Sie es wieder. Es ist eine Melodie. Mhm. Passen Sie auf. Und können Sie uns erklären, was es mit dieser Melodie auf sich hat? Also es ist ein Lied aus den Bergen. Italienisch sprechen in den Bergen, La Montanara. Und das hat sich mein Dorf so angeeignet, dass sie das singen, wenn das Team, das Eishockey-Team bei uns gewinnt. Oder auch, wenn sie verlieren mittlerweile. Es wird gespielt zum Trost und zum Feiern. Ja. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich habe Ihnen wahnsinnig gerne zugehört und wünsche mir, dass Sie zurückkommen, ob mit Preis oder ohne. Danke. Danke, Gerda.